viel Sand um nichts. Wer nach Fuerteventura kommt, möchte kein Weltentdecker sein. Die Urlaubsbubble ist die möglichst perfekt ausgestattete Ressortkuscheligkeit, die alles bieten soll, was die Ferientage so angenehm macht. Vor allem, wenn man als Familie hier unbeschwert vom Unbill der realen Welt die schönsten Wochen des Jahres verbringen möchte. Und sollte man mal das Resort verlassen für einen Ausflug, hat selbst die etwas öde Sandlandschaft Fuertes durchaus Spaßpotenzial. Doch die emotionalsten Momente gibt es täglich, lieber in der selbstgewählten Luxuswelt. Wenn der Urlaubstag geht, kommt die große Show. Zeit für Gefühle, die sich nach Corona hoffentlich wieder reaktivieren lassen. Fuerteventura ist ein Badeparadies und ich bin hier an einer seiner schönsten touristischen Ecken. Hubschrauberanflug zu einem Resort, das wie ein Nest oben an einem Steilhang liegt. Es ist der Robinson Club Esquinzo Playa an der Südostküste. Hier in der Nähe des kleinen Fährhafens Morro Jable war man Pionier im Nichts. Mittlerweile gibt es rund um den Club einige weitere Urlaubsunterkünfte, aber im Vergleich zu anderen touristischen Hotspots der Insel sind das hier noch fast paradiesische Zustände. Fester Bestandteil eines Club-Alltags ist die vormittägliche Wassergymnastik. Auch ernährungstechnisch durchaus angebracht angesichts der morgendlichen, prallen Frühstücksbuffets. Gymnastik im Wasser hat den Vorteil, dass sie nicht nach Arbeit sich anfühlt. Das heißt, sie ist ein niedrigschwelliges Angebot auch für die, die sich körperlich etwas unsicher fühlen. Und hier geht es vor allem um den Spaßfaktor. Ansonsten ist es rund um die Pools eher entspannend. So nah am Meer am Pool? Ja, das Meer liegt zwar Fallhöhe nur etwas 50 Meter tiefer, aber ist nur über einen etwas längeren, mäandrierenden Fußweg entlang der Steilküste erreichbar. Wer also lediglich ein bisschen in Sichtweite zu den Bars, Restaurants und den meisten Clubaktivitäten chillen möchte, und das darf man mittlerweile in einem Ferienclub, will sich das in der kanarischen Sonne vielleicht lieber ersparen. Unten am Strand ist, neben den notorischen Brutzelburgern, vor allem das Revier der Wassersportler. Katamaran, Segeln und Surfen sind die Schwerpunktangebote des Esquinzo Playa. Das Sportgerät ist überwiegend inklusive. Und wer hier seinen Kurs machen möchte mit dem Erwerb einer anerkannten Lizenz, der wird zur Kasse gebeten. Schule am Strand, es könnte schlimmer sein. Vor allem der praktische Teil entschädigt für das Büffeln. Fuerteventura mitten im Atlantik ist bekannt für seinen guten Wind. Im Inselnorden ist die Düse noch viel besser, aber hier vor Esquinzo ist das Revier perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. Und als mit Kamera filmender Ballast auf einem Hobbycat kann ich bestätigen, es kann ganz schön abgehen. Auch wenn Tennis heute gefühlt nicht mehr so trendy ist wie in Zeiten von Bobble und Steffi, Robinson setzt fast in allen seiner Clubs noch stark auf den flauschigen Ball. Im Esquinzo gibt es 11 Plätze, über die Hälfte in der Halle, für zu sonnige oder zu windige Tage. Gäste dürfen die Anlage kostenlos nutzen. Was mir besonders gefällt, das Trainingsangebot für Kinder ist sehr gut. Bereits ab 3 Jahren kann die Ballschule besucht werden, die den 3-Käse-Hochs ein Gefühl für diesen Sport vermittelt. Koordination und Ballgefühl für künftige Sportkarrieren auf dem Quarz-Sandplatz und alles spielerisch. Es ist ja Urlaub. Nicht nur gut für sportliche Aktivitäten, viele Gäste entdecken auch ihre künstlerische Ader in einem Robinson-Urlaub. An einer stillen Ecke der Anlage mit perfektem Blick für ein Landschaftsövre treffe ich immer wieder vor allem Frauen auf der Suche nach dem perfekten Sonnenuntergang über dem Meer. Mittagszeit im Ferienclub, ob nun für ganz klein oder groß, Essen ist immer noch die beste Animation und das ist wörtlich zu nehmen. Es ist guter Brauch bei Robinson, dass die Animateure, die Robins, unter die Kochmütze schlüpfen und mithelfen beim Showcooking. Denn die Inszenierung der Gästefütterung ist mindestens so wichtig wie die Auswahl der Speisen.
Generell kann man sagen, es sind vielleicht nicht die hochwertigsten Produkte, die hier schmackhaft verköchelt werden, aber man merkt als Gast, dass die kulinarische Zentrale in Hannover schon Wert auf ausgewogene Ernährung legt. Wichtig auch die heimelige Architektur eines Ferienclubs à la Robinson. Egal wie es drumherum ausschaut landschaftlich, sobald man als Gast durch den Eingang kommt, empfängt einen ein kleines Urlaubsparadies. Die Anlagen sind nie zu groß oder zu dicht bebaut. Egal wie heiß es ist, es grün so grün, wenn all die Blüten blühen. Ein Ferienclub, zumindest im Premium-Segment, soll die Seele streicheln. Selbst dann, wenn man sich einfach nur unanimiert erholen möchte. Das Gegenteil von unanimiert ist die Kinderbetreuung, speziell an einem Ort wie Eskinso, der für Familien optimiert ist. Wenn Robby, das Maskottchen, auftaucht, wirkt er wie der Rattenfänger von Hameln. Für Kinder sind die Ferien bei Robinson und Co. der Traum. Hier kann der Club seine Stärke voll ausspielen. Es gibt wirklich gute Betreuung für fast alle Altersstufen und Hand aufs Herz. Natürlich ist es schön, wenn Familien wenigstens im Urlaub endlich mal Zeit füreinander haben. Aber die Aussicht, für einen kleinen Robinson mit vielen Spielkameraden quasi permanent Kindergeburtstag feiern zu dürfen, ist spätestens am dritten Urlaubstag verlockender, als mit Papi im Pool herumzutollen. Das gilt natürlich auch für pubertierende Teenager, die in diesem Alter Zeit mit Eltern eher uncool finden. Egal welche Vorbehalte man auch hier haben mag gegen organisiertes Clubleben für Familien und bei Robinson für Familien, die es sich leisten können, gibt es kaum ein besseres Ferienangebot. Denn wenn das Kind glücklich ist, dann ist auch der Urlaub stressfreier. Anti-Stress ist übrigens generell Clubprogramm bei Robinson. Die Geschichten, wo Animateure mit Trillerpfeife Erholungssuchende von der Sonnenliege scheuchen, die sind in der Erzählung amüsant, aber graue Vorzeit. Ein bisschen Action wollte ich trotzdem. Und auch mal das Unerhörte tun, während eines Urlaubs tatsächlich das umzäunte Gelände der Clubanlage verlassen für die raue Wirklichkeit der realen Welt außerhalb des Gartens Eden. Man tut Fuerteventura kein Unrecht, wenn man konstatiert, bis auf die perfekten Strände ist diese Kanareninsel landschaftlich eher etwas öde. Eine Busrundfahrt wäre für die Robin-Söhne und Töchter also eher nicht so verlockend. Als ich drehte, waren Trikes der letzte geile Scheiß. Autoalternativen mit sehr viel Frischluft, auf drei fetten Rädern sich ein bisschen fühlen wie Easy Rider. Außer Stein und Stein gibt es nicht sonderlich viele Sehenswürdigkeiten auf Fuerteventura, weswegen fast alle Ausflüge immer enden an den tollsten Sandstränden, von denen es auf dieser Insel so viele gibt, dass es fast unmöglich ist, ohne Sonnenbrand wieder die Heimreise antreten zu können. Sand wie in der Sahara, dabei stammen hier die Dünen zu fast 90% aus den Sedimenten kleiner Meeresbewohner. Aber die Vorstellung von Sahara mit angedocktem Traumstrand ist trotzdem nicht so falsch. Das ganze Jahr über wird auch Afrikasand aus der Wüste Malis, Marokkos und Algerien hier angeweht. Aber egal, wo der Sand auch herkommt, in dieser Menge gibt es nur wenige touristisch erschlossene Orte weltweit, die mit Fuerteventura konkurrieren könnten. Aber natürlich kann man auch unter Wasser vor der Küste Fuerteventuras seinen Spaß haben. Hier mitten im Atlantik ist das natürlich ein ganz besonderes Taucherlebnis. Auf den Inselsockeln, bevor es steil bergab geht in die unendliche Tiefe des Meeres, gibt es wegen der Wassertemperatur zwar keinen tropischen Korallenreichtum, aber viele Begegnungen mit Meeresbewohnern, die mindestens ebenso atemlos machen. Früher hatte Robinson Eskinso Playa selbst eine Tauchschule betrieben, jetzt liegt sie wenige hundert Meter vom Club entfernt. Die besten Tauchgründe sind auf der Ost- und Nordseite der Insel. In der Regel bleibt man in einer Tiefe von 10 bis 20 Metern für das Schnuppererlebnis unter Wasser. Natürlich gibt es auch Tauchkurse für Kinder ab 7 Jahren bei Ocean World. Hier geht man logisch noch nicht ins Meer, aber lernt im Pool all die aufregenden Teile des Tauchequipments kennen. Beste Voraussetzungen, um ab 14 Jahren dann vielleicht endlich mal frei unter Wasser schweben zu dürfen. Wasser hat keine Balken, aber der Steppraum im Sportbereich umso mehr.
Nicht nur bei diesem Training wird alles getan, um die Auswirkungen der täglichen Buffetverführungen irgendwie abzumildern. Sport wird ja traditionell großgeschrieben beim Clubanbieter. Zwar ist man ständig auf der Suche nach neuen Trends der Fitnessindustrie, aber Strandvolleyball oder die ganz traditionelle Muckibude sind immer noch die am stärksten nachgefragten Angebote bei denen, die ein schrecklich schlechtes Gewissen haben, dass 2 Wochen Urlaub im Robinson Club sich suboptimal auswirken könnten auf ihre Instagram-Makellosigkeit. Verglichen mit normalen Hotels ist der Fitnessbereich jedenfalls immer gut besucht. Kreative Power ist gleich um die Ecke gefragt. Im Atelier wird kunstvoll gewerkelt und in Farben geschwelgt. Das hier ist nicht der Ort für Kunstkritik. Fern von den Zwängen des Alltags sollen die Gäste ihre verborgenen Talente einfach mal ausprobieren können. Und wenn das Ergebnis nur ein bunter Seidenschal ist, wunderbar, passt doch. Die Sauna ist dann der Ort, wo sich ab dem frühen Nachmittag alles trifft. Von faul bis sportlich bis beseelt, Schwitzkultur mit Aufguss ist in einem deutschen Club immer der Renner. Selbst oder gerade dann, wenn es auch draußen heiß ist. Denn was gibt es Schöneres, als hüllenlos den lauen Abendwind zu genießen? Na, da gibt es durchaus was. Club ist ja grundsätzlich das Rundum-Verwöhnprogramm und nicht wenige bitten um Asyl auf der Massageliege, weil die selbstvermutete Sportlichkeit dann doch an der normativen Kraft des Faktischen scheiterte und die Muskeln rebellieren. Für Kosmetik braucht man keine Ausrede, schließlich war einer der bekanntesten Werbeslogans von Robinson Zeit für Gefühle. Hier ist das Epizentrum des sich fallen lassen Könnens, selbst wenn es darum geht, nur für den Abend Bella Figura zu machen. Sobald die blaue Stunde kommt, wird es bei aller Legerheit im Club an manchen schönen Orten doch ein bisschen festlicher. Es ist die Leichtigkeit des Seins, die attraktive Bräune der Haut, die heile, ein bisschen inszenierte Urlaubswelt drumherum, die fast schon familiäre Vertrautheit nach wenigen Tagen. Neben den großen Buffets gibt es natürlich auch Spezialitätenrestaurants für die besonderen Momente. Manchmal ist es eben doch schöner, einfach nur am Tisch beisammen zu hocken, bei Smalltalk und kleinen Häppchen. Niemand muss aufstehen, sondern man wird nett bedient. Auftakt für die Nacht. Luftlinie weniger als 100 Meter entfernt herrscht gleichzeitig höchste Wuseligkeit. Die wichtigsten Gäste des Esquinzo, die Kinder der Urlauber, stehen kurz vor dem Höhepunkt ihrer Ferien, ihrer speziellen Show. Da wird geschminkt und gepudert, wie bei den großen Animateuren auf der Clubbühne. Jeder kann mitmachen, jeder wird heute Abend garantiert zum bejubelten Star. Wenn die Kinder dann endlich auf der Bühne stehen, ist das oft wie ein großes Wimmelbild. Regie oder Choreografie? Wen kümmert es noch in diesem Augenblick der herzigen Niedlichkeit? Hier zeigt sich die Kraft, die von dieser Urlaubsform ausgeht. Es sind die Erinnerungen. Nicht nur die auf den Hunderten von Handyfotos und Videos der stolzen Eltern. Wer als kleines Kind Urlaub im Club machte, ist für sein Leben geprägt. Und für gute Erinnerungen braucht es seit jeher keine großen Inszenierungen. Der Klassiker Gitarre am Lagerfeuer funktioniert eigentlich immer. Wenn dann noch die warme Brise vom Meer weht, die Dunkelheit einen romantischen Schleier um alles legt und die Klänge die Gedanken und Wünsche fliegen lassen, das war schon der fast perfekte Urlaub, als Robinson wenige Kilometer südlich vor über 50 Jahren den allerersten Club eröffnete in Jandia Playa. Einfach nur tanzen in die Nacht. Unter Freunden. Im Cluburlaub ist es vielleicht nur einfacher.